Die Workshops bei Player gehören eigentlich schon seit Anfang an dazu und bilden quasi das Herzstück des Festivals. Es geht darum, dass man Games selber machen kann, dass man in die Rolle der Produzenten oder der Game-Entwickler, Game-Designer schlüpfen kann, selbst programmiert, selbst designt, selbst zeichnet, Charaktere zeichnet oder Computerspiele auch kommentiert und reflektiert. Das heißt, es geht eigentlich darum, die Perspektive zu wechseln und sich kreativ und künstlerisch mit Games auseinanderzusetzen. Und dabei richten sich die Workshops auch an unterschiedliche Zielgruppen. Wir haben einen großen Bereich für Schülerinnen und Schüler. Das heißt, die können im Rahmen der Schule oder eines Schulausflugs bei uns mit Games arbeiten, kreativ. Dann haben wir auch einen großen Teil, der sich an Interessierte richtet, an Multiplikatoren auch unter anderem, die bei uns lernen können oder erfahren können, wie man Games im Bildungskontext einsetzt. Und dann haben wir auch einen offenen Bereich, da muss man sich gar nicht anmelden, da kann man einfach vorbeischauen, kann Games backen oder Games Anhänger basteln, also alles, was eben ja, zum Thema Game Design, Game Art zu entdecken ist, einfach mal ausprobieren.